So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Dankenland mit unserer bezaubernden Easy und mit mir. Und wie ihr seht, wir haben Tag 48, kurz vor 7, allerdings abends, es wird gleich dunkel. Das heißt, Easy wird erstmal noch ein bisschen ausbauen. Der hat hier die Glasscheiben schon mal ausgebaut, damit wir die neu einsetzen können, um unsere Fläche hier ein bisschen zu erweitern. Und auf der linken Seite ist jede Menge eingepinnt. Zwar vom Forschungstisch. Hier werden wir jetzt ein paar Sachen erforschen. Alles im Inventar, soweit vorhanden, bis auf hier das schwere MG, weil wir haben noch keine Stahlplatten. Die bekommen wir ja erst mit dem Stahlofen. Würde ich sagen, wir erforschen den als erstes. Zweites, die Boje. Den Suchsteinwerfer. Die Sirene und den Detektor. Und dann würde ich sagen, wir müssten noch bauen. Und zwar, wo bauen wir den jetzt hier? Den Stahlofen. Aquarium. Können wir uns ein Aquarium bauen? Moment. Haben wir noch Elektroteile? Haben wir. Das finde ich geil. Frage ist, wo packt man das hin? Das Aquarium. Noch ist kein Platz. Allerdings könnten wir uns das ja hier erstmal hinstellen. Wir können es ja nochmal verräumen. Hm. Fehlen ein paar Fische drin, ne? Naja. Aber es macht ein bisschen was her. Wie gesagt, wir werden das noch ein bisschen verräumen. Hier werden wir die Wände ja auch noch rausnehmen. Damit Easy ihr größeres Schlafzimmer bekommt. Ihr seht, hier ist ja noch Platz. Aber dazu müssen wir erstmal sämtliche Bilder abnehmen. Von den Wänden. Wir machen aber erstmal oben weiter, würde ich sagen. Den Stahlofen werden wir uns gleich mal versuchen zu bauen. So, wo haben wir ihn? Erdbeet, Wasserreiniger, Ofen, Amboss, Waffenbank, Biotreibstoff, Stahlofen. Wir benötigen, pin mal an, das haben wir alles in Elektronik rausgenommen, ne? 15 Barren brauchen wir dafür und Zahnrädchen. Haben wir auch keine mehr. Das heißt, wir sollten auf Tour gehen. So, dann würde ich sagen, wir verbauen noch ein bisschen Glas. Glaswände. Okay, hier haben wir auch schon sehr viel. Damit das erstmal wieder dicht ist. Alles können wir natürlich nicht bauen, leider. Aber zumindest bekommen wir schon mal eine Wand zu. So. Drei Stück können wir noch bauen. Eins. Hä? Warum baust du das hier nicht ein? Zwei. Hier hätte ich auch gern. Hm. Wir hier nicht rein. Wir kommen raus, aber nicht rein. Moment. Das müssen wir überprüfen. Da war doch noch gar keine Glaswand drin, oder? Nein. Allerdings hatten wir hier einen Metallboden. Gute Frage. Müssen wir ja eigentlich. Weil sonst hätten wir die Ständer hier gar nicht stellen können, oder? Wo hast du die jetzt gebaut? Kann ich kaputt bauen, ja. Scheinbar. Aber wir wollten ja eine Glaswand bauen. Versuchen wir es nochmal. Geht nicht.
Leider. Warum auch immer. Na gut. Müssen wir uns auf Tour machen. So, das heißt, wir werden erstmal alle Sachen wieder wegräumen. Ja, viel haben wir nicht mehr. Gummieisen. Das rein in den Tresor. Einmal Gummi. Noch ein paar Barren. Haben wir noch was drin? Nein. Hier ist auch alles leer. Das heißt, wir brauchen wieder Bröckelchen. So, wir haben es. 3 Uhr nachts. Das heißt, wir sollten die Nacht durchmachen, ne? Schlafen wird schwierig. Dann würde ich sagen, wir räumen noch den letzten Kram und dann machen wir es auf Tour. So, den Hammer brauchen wir gerade nicht. Die Kiste brauchen wir gerade nicht. Der Speer wieder nach unten. Brauchen wir auch nicht. Halt. Zwischenlagern. So, das gönnen wir uns noch, was zu trinken und dann können wir uns auch gleich auf Tour machen. Genau. Munition haben wir eingepackt. Wo geht's hin? Wir wollten erst unten fertig machen, ne? Oh, hier ist noch so sehr, sehr viel. Der Parkplatz. Bei Metallmine. Da wir Metall brauchen, würde ich sagen, wir fahren zur Metallmine. Ab geht's ins Boot und Abfahrt. So, wo müssen wir hin? Einmal wenden. Bitte weiter wenden, Easy. Bitte wenden. Bitte wenden. Auf geht's. Wir sehen uns natürlich gleich, wenn wir angekommen sind. Dementsprechend bis gleich. So, wieder mal im passenden Sonnenaufgang. An der Küste angekommen. Aber ich würde sagen, wir legen irgendwo an der Seite an. Ich denke mal, Action kriegen wir sowieso gleich. Die Sklavenhändler, ne? Dann schauen wir mal. Noch haben wir keine Musik. Ist das überhaupt die Metallmine? Jetzt haben wir Musik. Tarnung 3. Ach, die haben wir ja. Bandana Oliv. Ja, nimm mit Easy. Lass mal den Safe ausrollen. Repetiergewehr. Polizeihelm. Auch mal alles nicht. Bleib da. Bleib vor Ort. Hätten wir schon mal Kupfer. Rück dich mal.
ja, ja. Oh. Okay. Das machen wir nochmal. Ja, schrei mal rum. Haben wir ein wenig unterschätzt. Sollten wir doch etwas taktisch vorgehen. Etwas langsamer. Volle Deckung. Wo bist du? In deinem Baum versteckt. Ja, ich glaube, da können wir doch gleich wieder hinschwimmen. Ich merke schon, heute kriegen wir wieder akkurat aufs Brett. Easy? Es ist gar nicht so easy. Aber wir schwimmen ja gerne. Ihr habt ein bisschen was zum Schmunzeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man schon mal gestorben ist, ist es gar nicht so schlimm. Ich denke mal, wir werden bei der Igel bleiben. Seh dich. Ist ja noch unrelevant. So, hier haben wir vors Brett bekommen. Nächster Versuch.
relativ wenig Ausdauer, ne? Schon besser. Schön über die Berge kraxeln. Mal gucken, wenn nicht einer unten steht. Scheinbar aber nicht. Naja, auf jeden Fall jetzt ein Haufen Metalle, die wir uns holen können. Kurz mal über den Berg linsen. Gut. Dich sehe ich zum Beispiel. Gucken, ob wir ihn kriegen. Der obere Schuss easy. Da ist noch einer. Also manchmal ist das Gewehr echt klasse. Nur im Nahkampf nicht, ne? Ja, ganz schön überflutet hier. Mir ein wenig anderen. Route 66. Na? Ich wollte jetzt sagen, nehm ruhig alles mit. Arm ist besser als brauchen. Genau die Sachen brauchen wir. Elektronik auf jeden Fall auch. Küche brauchen wir jetzt nicht. Musik kommt. Im Weg. Anschießen wir was. Ja, zumindest wissen wir jetzt, wo er ist. Schon mal nachladen, wo wir schon mal am Schwimmen sind, ja. Nee, kann man wirklich nicht benutzen unter Wasser. Schade. Ach, easy. Wir haben es schon nicht einfach manchmal. Weiß gar nicht, wie oft sind wir jetzt gestorben? 3-4 Mal? Da kommen Erinnerungen hoch. Die Zwillingsfelsen, ne?
Wie sie ganz langsam runterhopfen. Tut dir nicht weh. Ein Baum ist ein bisschen. So, war er rausgerannt? Und jetzt haben wir unser Kram erstmal wieder. Mine ist noch auf Rot. Das heißt, irgendwo ist hier noch einer. Kaputte Betäubungs-SMG. Ich glaube, das hatten wir schon. Oh. Wieso nimmst du das nicht? Du doch stacken. Munition auch. Oh. Militärgranate. Auch noch nicht ausprobiert, die Granate, ne? Lässt du uns jetzt hier nicht runter? Frage ist, wo hat der andere sich versteckt? Bist du das da oben? Er war es. So, das heißt hier. Die Metallmine ist clear. Grüß dich. Okay, wir nehmen lieber die Munition mit. So, wo ist unser Boot da hinten? Ich wollte sagen, packen wieder weg die Waffe. Sollte jetzt keiner mehr kommen. Genau. Können wir auch ein bisschen näher ranfahren, oder? Jetzt müssen wir ja nicht so weit abseits stehen. Hier ist ja alles voll. Warum? Haben wir nicht ausgeladen? Das ist schlecht. Müssen wir mal gucken, was wir noch unterkriegen. Das kann raus. Repetiergewehr. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Haben wir alles nicht. Können wir alles nicht aufschmeißen. Hier passt noch. Die Gummi passt noch. Metalle. Auch voll. Das würde noch passen. Sechs Slots. Ja, die kriegen wir doch noch voll mit Erze, oder? Mal austauschen. Weil, wie gesagt, wir brauchen Eisen und Kupfer. Deswegen sind wir hauptsächlich hier.
Ihr bekommt auch beides. Alter, gibt's hier viel. Alles in einen Klotz. So, wir können noch 4-mal Eisen und 3-mal Kupfer mitnehmen. So ist voll. Dann brauchen wir noch Eisen. Sieht es mit dem Metallschrott aus? 4-mal. Könnten wir davon noch mitnehmen. Auch voll. Und dann sehe ich jetzt kein Eisen, schade. Aber wird sicherlich noch irgendwo geben. Auch mehr Kupfer. Eisen. Easy, wir brauchen Eisen. Da unten. Direkt in der Mitte haben wir übersehen. So 4-mal, ne? So, was könnten wir noch hier lassen? An sich gar nichts, ne? So wirklich. Und die Fackel. Gib ihm. Wo ist denn jetzt eigentlich unser Boot? Ich sehe es gar nicht. Ja. Wir müssen die Farbe ändern. Also dieses Orange ist nicht so gut zu sehen. Na gut, ich würde sagen, Richtung Heimat. Wird ja auch gleich dunkel. Auf jeden Fall ein sehr guter Spot. Kann man nicht meckern. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss der Folge werden wir auf jeden Fall noch den Stahlofen versuchen zu bauen. Ich weiß gar nicht, Elektronik hat man jetzt noch 2. Wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Den Stück brauchen wir. So, easy gibt Gas und wir sehen uns an der Base. So, in der Abenddämmerung wieder daheim angekommen. Nachdem wir natürlich Tieris vors Brett bekommen haben. Tausch mal bitte aus. Machst du nicht? Okay. Ja, so viel. Amen. Würde ich sagen, wir schauen mal oben nach, was wir noch an Elektronik haben. 8 Stück. Sehr schön. Das heißt 15 Barren.
müssen wir die erstmal auslagern. Und drei Ritzel brauchen wir noch. Haben wir die auch? Hier. Ah ja, damit haben wir alle. Das heißt, wir können doch noch den Stahlofen aufbauen. Bauen. Würde ich sagen, den stellen wir genau hier neben. Eigentlich wieder den Erdboden versinken lassen müssen. Wir brauchen Holz. Haben wir. Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen Kohle. Was brauchen wir hier für Kohle? Aber auch die sollten wir haben. So, dann würde ich sagen, wir schmelzen unser allerersten Eisenbarren. 4 Stück benötigen wir. Wollen wir das schwere MG noch machen? Zusammen? Die 2 Minuten gönnen wir uns noch, würde ich sagen. Easy brutzelt schnell die Eisenbahn durch. Wir sehen uns gleich wieder. Und das schwere MG noch zu erlangen. Bis gleich. Mir ist gerade aufgefallen, wir können das schwere MG gar nicht erlernen. Denn uns fehlt noch ein Zahnrad. Gut, dann würde ich sagen, wir haben einen Plan für die nächste Folge. Izzy verkramt noch den letzten Kram, den sie noch im Boot hat und im Koffer. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge wieder auf Tour. Mal schauen. Ich würde sagen, der Parkplatz ist dann unser. Seid gespannt. So, Izzy und ich verabschieden uns natürlich dann jetzt ganz liebevoll von euch. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffen euch dann in der nächsten Folge wieder begrüßt zu dürfen. In diesem Sinne, macht's gut.